wisst, ist heute das Update 7.4.0 rausgekommen. Und ich zeige euch jetzt die neuesten Änderungen, wie ihr den Battle Pass gratis bekommt und die neue Waffe. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Okay, einmal hier holt euch das neue Outfit, Herzenbrecher, die Spitzhacke, Schokolama. Das kann man sich im Shop kaufen. Verschenke etwas Liebes, man kann den Gleiter, so wie ich es verstanden habe in den Game, in den Patch Notes. Habe ich es verstanden, dass man den irgendwie seinen Freunden schenken kann, kostenlos. Und man muss 13 Aufgaben von denen hier machen, wo man übrigens Gratis-Skins bekommt. Also waren nur die Battle Pass-Spieler natürlich. Tut mir leid für die anderen. Aber hier 13 Aufgaben sieht man für den Battle Pass 8. Dann hier noch die Tarnung und halt noch EP und so, Ladebildschirm, Falleffekt. Kann man alles bekommen. Events sind auch ein paar neue. Und ja, man bekommt die Tarnung. Alter. Digga, der ist geil. Die Emotes müsstet ihr eigentlich kennen. Dann hier der neue Skin. Ja, den hier muss man verschenken. Da muss ich noch 2FA aktivieren. Dann kann mir den einer schenken. Und dann kann ich sagen, zeige ich euch die Waffe und erkläre euch die Patch Notes. Okay, dann sind hier die neuen Waffen. Die Armbrust ist wieder da, die kennen ja viele. Und hier ist die ganz neue Waffe. Die macht auf Körper die blaue, die grüne macht 41, die blaue 43 und die lilane 45. Auf Kopf ist es verdoppelt. Kann auf Boden und in Truhen gefunden werden und in Verkaufsautomaten. Ich kann ja kurz mal schießen. Also die kann auch relativ schnell hintereinander schießen. Dann wurde der Busch verändert. Den muss ich jetzt kurz schnell suchen. Ich weiß nicht, ob es hier in Kreativ geht, aber Mist eigentlich. Ja, für mich ist der jetzt sozusagen unsichtbar. Ja, also für die anderen schaut es immer noch so aus wie so ein normaler Busch, aber für mich ist es jetzt unsichtbar. Da hat man halt mehr. Ja. Und er geht jetzt nicht mehr durch Fallschaden weg. Und man bekommt jetzt nicht mehr Schaden, wenn man angeschossen wird. Der erste Hit geht nur auf den Busch, man bekommt da keinen direkten Schaden. Dann die Armbrust. Gibt es nur in Episch. Macht 79 Schaden auf Körper, 197 auf Kopf. Also ist halt, ja, kennen die meisten ja schon. Kann eben auf Boden und Truhen gefunden werden. Dann gibt's die Desert Eagle. Ihr seht, sie macht keine Wand mehr direkt kaputt. Sie wurde auf Episch wurde von 150 Schaden auf 100 reduziert. Also nur auf Gebäude, auf Gegnern macht die Headshot-Schaden gleich und so. Und von der goldenen 157 auf 105. Und das ist krass. Ist jetzt nicht mehr so eine interessante Waffe. Dann wurde der Raketenwerfer geändert. Es gibt keinen Raketenwerfer mehr in den Truhen. Dann denke ich mal auf dem Boden wahrscheinlich auch nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Raketenwerfer aus Vorratslieferung bekommt, wurde von 25 auf 50 erhöht.
Die Nachladegeschwindigkeit wurde von 2,66 auf 3,42 erhöht. Aus dem Tresor wurde genommen. Die Haftgranaten, ich wusste gar nicht, dass die im Tresor drin sind. Haftgranaten sind doch die, wo wir Pömpel ausgucken, oder? Ja. Und die Armbrust. Oh Gott. In den Tresor ist die normale, stinknormale Granate. Was ich überhaupt nicht so bekommt, so aus dem Sound bearbeitet, aber ist okay. Dann gibt es halt noch mehrere Herausforderungen. Neuer Modus ist drin. Dann hätte ich sagen, haut rein. Wenn ihr mich als Freund habt, könnt ihr mir ja gerne die Gleiter schenken. Und dann hätte ich sagen, was ist mit dem Video, ne?